Wir sind Omnivoren, wir sind nicht auf einige wenige Lebensmittel angewiesen, sondern wir können extrem variabel essen. Proteine sind noch mal komplexer als Kohlenhydrate. Naja, wenn ich eben drei Makronährstoffe habe, die Energie liefern und das eine negativ ist und das andere negativ ist, dann kommt der andere vielleicht mal wieder ein bisschen besser weg. Es ist schwierig zu messen, aber es gibt durchaus auch widersprüchliche Daten, die zeigen, dass Personen, die regelmäßig auch über den Tag verteilt Protein zu sich nehmen, und zwar halbwegs gleich verteilt in drei Mahlzeiten, gerade bei Älteren, dass wir mehr Muskelmasse beobachten, dass sie eine höhere Knochendichte haben und deswegen bestimmte Erkrankungen, auch Osteoporose oder auch Muskelschwund zum Beispiel, dadurch auch vorgebeugt werden können. Willkommen bei Stay Young. Viel Protein oder wenig Protein? Das ist hier die Frage. Je länger ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto mehr Fragezeichen poppen auf. Mit dem Älterwerden soll ich immer mehr Protein essen, um den gefürchteten Muskelschwund zu vermeiden? Okay. Doch je mehr Proteine ich esse, desto schneller läuft der Alterungsprozess. Und wenn ich besonders viel von bestimmten Aminosäuren wie Methionin zu mir nehme, dann steigt sogar die Krebsgefahr. Was denn nun? Das frage ich einen Top-Experten, denn er forscht zu den magischen drei: Ernährung, Bewegung, Gesundheit. Als Professor an der TUM, TU München School of Medicine and Health, Carsten Köhler. Willkommen bei Stay Young. Danke, dass Sie dabei sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. So, die Gretchenfrage als erstes. Wie halten Sie es denn mit der Ernährung und den Proteinen darin? Also ich versuche eigentlich relativ wenig darauf zu achten. Ich esse gerne. Das ist immer so das, was ich auch meinen Studierenden sage. Ich habe im Grunde genommen den Luxus, dass ich meine Hobbys, nämlich Essen und Sport, auch zu meinem Beruf machen kann. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich mich auf der einen Seite sehr viel damit beschäftige. Wenn es dann aber in die Praxis geht, dann ernähre ich mich relativ normal. Also ich achte eigentlich nicht wirklich darauf. Natürlich hat man ein gewisses Gefühl. Und da werden wir auch noch drüber reden, dass der Körper ja auch Signale sendet, wann wir bestimmte Sachen brauchen oder wann vielleicht auch nicht. Aber ich versuche tatsächlich auf diese Gefühle mehr, oder nicht auf die Gefühle, sondern mehr auf diese Signale zu achten, anstatt mich dogmatisch an irgendwelchen Dingen festzuhalten, die dann vielleicht auch, wie wir auch wissen, in den Ernährungswissenschaften gerade auch dann doch in Zukunft auch manchmal widerlegt werden oder sich verändern. Und wie gesagt, also ich bin tatsächlich erstmal ein großer Freund des intuitiven Essens, auch wenn es diesen Trend auch gibt, den vielleicht gar nicht mal so, deswegen vielleicht würde ich das gar nicht mal so bezeichnen. Und wie gesagt, deswegen habe ich gerade, komme gerade vom Mittagessen, habe natürlich auch, da war Protein enthalten, aber ich kann Ihnen gar nicht mal sagen, wie viel das tatsächlich war. Was haben Sie denn gegessen? Einen vegetarischen Hamburger. Okay, das ist ja ordentlich, ja, löblich. Der Professor für Ernährung sagt, intuitives Essen ist gut. Dabei sind ja so viele Zahlen auf dem Markt. Das finde ich jetzt wirklich spannend. Ich würde gerne bei der Frage bleiben. Wenn Sie sagen, mein Körper gibt mir Signale, dann muss man ja gelernt haben, diese Signale zu empfinden und die auch für sich im Verhältnis gut umzusetzen. Wenn wir uns die vielen adipösen und übergewichtigen Menschen nicht nur in unserem Land anschauen, das scheint ja vielen nicht zu gelingen. Was sind das denn für Signale und wie nehmen Sie die auch möglichst optimal wahr? Naja, also die Signale, die mir der Körper sendet, in verschiedenen Formen natürlich, ist ganz banal. Erstmal Hunger und Sättigung. Ja, und wenn ich Hunger habe und wenn ich aufhöre zu essen oder nicht esse, wenn ich gesättigt bin, dann ist das eigentlich erstmal ein relativ starkes Signal und etwas, woran man sich, was an sich sehr gut reguliert ist. Und ich würde sogar argumentieren, dass wir das nicht unbedingt lernen müssen, sondern eigentlich, ich habe zwei junge Kinder, die signalisieren das relativ klar, wann sie Hunger haben und auch wann sie keine Lust mehr haben, was zu essen. Darf ich da reingrätschen? Denn gerade bei Kindern ist es ja so, dass die unbedingt Süßes essen wollen, ne? Und die brauchen ja möglichst auch ordentlich Eiweiß. Und da stimmt es ja irgendwie nicht mit den Signalen, die da offensichtlich bei allen Kindern ausgeschüttet werden. Und es gibt ganz viele Männer, die gelernt haben, das ist eine Lerngeschichte, zu einem Mann gehört ordentlich Fleisch, und zwar viel und dann fettes Fleisch. Ja. Das sind doch alles Signale oder eine Intuition, die nicht eine ursprüngliche ist.
Nein, also die Sache ist, wir müssen ja auch überlegen, für wen diese Signale gemacht wurden. Und die Signale sind natürlich nicht für die Person gemacht, also oder die Person, die in unserem, ich rede jetzt von Evolution, ne? Also wir sind ja, wir haben uns entwickelt als Menschen nicht in einem Umfeld, wo ich 24 Stunden Lebensmittel verfügbar habe, wo ich ständig eine Süßigkeiten-Schublade geben kann oder wo ich, haben wir uns einen Automaten um die Ecke, wo ich mir mein Steak auch nachts um 12 abholen könnte, wenn ich denn wollte, so ungefähr. Also das gab es natürlich für 99% der Menschheit nicht. Ja, das heißt also diese, schon mal auch der Hunger oder die Lust auf etwas Süßes funktioniert sehr gut in einer Umwelt, in der Süßes rar ist, funktioniert aber wahnsinnig schlecht in einer Umwelt, in der süße Dinge oder auch andere Dinge, die gut schmecken, fettige Lebensmittel zum Beispiel, dann funktioniert es eben nicht. Und das ist im Grunde genommen, also wie gesagt, evolutionär kann man sehr gut erklären, warum Süßes so gut schmeckt, weil es ist sehr energiedicht, es ist sehr kompakt in dem. Und ja, das ist das, was eben, wie gesagt, lange Zeit rar war. Nur wie gesagt, wir sind heutzutage halt, wir leben nicht mehr in einer Umwelt, wo diese Signale unbedingt in dem Sinne genauso übersetzt werden müssen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn ich eben es schaffe, mich zu essen, auch wenn ich Hunger habe, also wirklich das ist auch vielleicht ein Unterschied zwischen Appetit und Hunger. Das sage ich auch meinen Studierenden. Das eine ist, das ist immer eher so was Psychologisches. Ich möchte jetzt was essen. Wenn man aber wirklich mal Hunger hat, na, also wirklich nicht nur der Magen grollt, sondern dass man tatsächlich wirklich auch in der Nahrungsrestriktion, diejenigen, die mal wirklich Diäten gemacht haben, wir wissen auch, wie sich das anfühlt, wir wissen auch, wie stark das Signal ist, jetzt doch bitte was zu essen. Ja, und dann denkt man, also wir machen das in unseren Studien, ich sehe das den Probanden auch an, dass die denken nur noch an Essen. Die wissen ganz genau, wenn dann auch die Studie vorbei ist, okay, die haben 3-4 Tage im Voraus schon geplant, was die erste Mahlzeit ist, wenn die aus Studien wieder rauskommen und sowas. Und wie gesagt, das ist etwas anderes als dieses, ich gehe halt jetzt um 12 in die Mensa essen, weil naja, meine Kollegen gehen, oder es ist eben so, ja, ich habe das gelernt, dass ich 3 am Tag oder sowas essen muss. Ich will nicht, wie gesagt, deswegen will ich nicht sagen, intuitives Essen ist gut. Ich halte es nur so, aber natürlich habe ich vielleicht auch den Luxus, in Anführungszeichen, dass ich versuche mich noch so viel wie möglich zu bewegen, um eben auch mir solche Sachen vielleicht auch mal erlauben zu können. Das ist so natürlich die zweite Komponente, die dann reinkommt. Wir leben auch in einer Umwelt, in der wir uns eigentlich gar nicht so viel bewegen müssen, wenn wir nicht wollen. Und das ist eben auch nicht unbedingt etwas, wofür der Mensch ursprünglich gemacht ist. So, jetzt kommen wir zurück zum Protein. Genau. Also wenn ich mir erlauben darf, das limbische System, ich sage immer freundlich Limbi, zu dem Viech, ja, das da in uns sitzt und sagt, wenn du was Süßes oder was Fettes kriegst, dann friss so viel du kannst. Das ist noch aus der Steinzeit und aus den Zeiten, in denen wir halt wirklich lange, lange Hungerphasen hatten als Menschheit. Und da müssen wir mit vielleicht auch einer Ratio mal dagegen gehen, und deshalb hat uns ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mit ein paar Zahlen beglückt und gesagt, wie viel wir an Makronährstoffen, also an Zucker, an Fett, an Proteinen pro Tag essen sollten und was da gut wäre, und wir sollten uns da schon mal ein bisschen dran orientieren und nicht immer nur unserem Limbi folgen. Nun heißt es von der DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, 15-20% der täglichen Kalorien sollten Proteine sein. Ich finde, das ist nicht einfach für sich zu übersetzen. Also ich esse zum Beispiel zu 80% gemüsebasiert, das sind ja nicht so viele Kalorien. Jetzt sollen also von den Kalorien, die ich dazu mir nehme, 20% Proteine sein. Wie gehe ich denn mit dieser Empfehlung jetzt im Praktischen um? Und vorweg, finden Sie das denn richtig, 20%? Also ich bin, ich fange vielleicht auch erstmal damit an, also die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, also geben verschiedene Empfehlungen raus, und die Empfehlungen, die Sie jetzt zitieren, die auch häufig eben benutzt werden, sind eigentlich gar nicht sogenannte Referenzwerte, die gelten eigentlich, oder die sind, die, das Klientel dieser Empfehlungen sind nicht, der ist nicht der Otto Normalverbraucher, sondern die Empfehlungen sind eigentlich Ernährungsexperten, die das dann übersetzen in Ernährungsrichtlinien. Ja, also dementsprechend gibt es ja dann auch eben diese 10 Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, zum Beispiel, wie ich mich denn praktisch ernähren sollte.
Ich glaube, jeder kennt das 5 am Tag zum Beispiel für Obst und Gemüse. In den USA gibt es sehr ähnlich auch so die My Plate heißt es, also so ich so auch eine grafische Anordnung, wie viel ich denn von bestimmten Sachen zu einer Mahlzeit zu mir nehmen sollte. Das ist dann quasi das für den Endverbraucher übersetzt. Aber das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, ist erstmal nur eine Orientierung für diejenigen, die für Ernährung verantwortlich sind. Und zwar nicht nur für die eigene, sondern auch die. Das heißt also Leute wie mich oder vielleicht auch Ernährungsmediziner etc. Ja, also das ist vielleicht schon mal so das Erste, dass die Message vielleicht oder die Message nicht für die Empfänger gedacht unbedingt ist. Das Zweite ist, ich bin aus jetzt auch vielleicht auch unserer Forschung so ein bisschen vorbelastet, weil wir sehr häufig auch Studien durchführen, wo die Personen nicht in einer sogenannten Energiebilanz sind, also ungefähr in dem so viel an Kalorien zu sich nehmen, wie sie verbrauchen, sondern wir sehr häufig auch mit Überschuss oder auch mit Defiziten vor allem arbeiten. Ja, und wenn ich 20% von wenig oder 20% von viel habe, dann skaliert sich das natürlich, nachdem wie viel ich zu mir nehme. Und wie Sie schon gesagt haben, wenn Sie sich sehr pflanzenbasiert ernähren, dann ist es zum Teil auch nicht automatisch. Also man kann auch sehr viel Kalorien zu sich nehmen, aber tendenziell ist bei einer Pflanzen, ob vegetarischen oder veganen Ernährung, das Risiko einer Überversorgung mit Energie geringer. Das hat aber, wie gesagt, komplett andere Gründe, hat mit den Proteinen aber wenig zu tun. Nur wie gesagt, das ist schon mal der erste Maßstab. Deswegen rechnen wir eigentlich eher in so einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also die Menge an Proteinen, die ein Kilogramm einer Person quasi zuführen sollte. Und wie gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, da ist sie auch klar, empfiehlt 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, zumindest für jetzt erstmal Normalsterbliche im normalen Alter. Im Wachstum ist es mehr im Alter, um sicherlich auch noch drauf zu sprechen, ist es auch noch mal mehr. Das hat wieder andere Gründe. Und das, wie gesagt, ist eigentlich auch in gewisser Weise ein Stück weit unabhängig. Das heißt also, wenn ich sehr wenig Kalorien zu mir nehme, sollte ich diese Empfehlung zumindest immer noch erreichen. Ja, das heißt also, wenn ich in der Gewichtsreduktionsphase bin zum Beispiel, dann kann es auch sein, dass ich diese 20% der Energie sogar überschreiten muss, um auf meine Proteinempfehlung zu kommen. Und andersherum, wenn ich vielleicht sogar, wie gesagt, an Gewicht zunehmen möchte, das gibt es ja auch ab und zu, dann muss es vielleicht gar nicht mal diese 20% sein, dann weichen vielleicht auch 10% oder 12%. Aber Ihre Kernfrage ist ja, wie komme ich denn eigentlich, wie verstehe ich das denn, wie komme ich denn als Otto-Normalverbraucher dahin? Und gesagt, da muss man eigentlich wissen, dass Protein jetzt nicht nur in einem Lebensmittel enthalten ist und auch nur in tierischen oder nur in pflanzlichen und in bestimmten Lebensmitteln, sondern natürlich haben wir an Nahrungsprotein eine ganze Palette an Auswahl. Also nahezu jedes Lebensmittel enthält es, oder zumindest erstmal jedes natürliche Lebensmittel mit Verarbeitungsgrad verändert sich das meistens, sodass wir also da auch in Anführungszeichen eine bunte Mischung haben, dass man also auch ein Stück weit nicht nur über die Menge reden kann und sondern auch über die Qualität eines Proteins reden muss. Das macht das Ganze in Anführungszeichen noch komplexer. Aber diese Empfehlung, und das vielleicht auch nochmal, es ist gut zu wissen, diese 0,8 Gramm oder auch die, wie gesagt, die 15-20% sind immer so angelegt, dass sie einen Mangel vorbeugen und enthalten auch Sicherheitszuschläge, also dass ich jetzt eben tatsächlich meinen Bedarf sogar überdecke, der sicher mit der Einschränkung. Es könnte ja sein, dass ich mich extrem einseitig zum Beispiel ernähre, sodass also, wenn man das wirklich messen würde, biochemisch bestimmen würde, der Proteinbedarf beim Menschen eigentlich nur so bei 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegt. Also die Menge, die ich benötige, um das, was ich täglich auch wieder ausscheide an Abbauprodukten, auszugleichen. Ja, also das heißt, wir sind da schon mal deutlich drüber, knapp 50-70% drüber mit diesen 0,8. Und man muss ja dazu wissen, dass in Deutschland die meisten von uns sich deutlich proteinreicher ernähren. Also die durchschnittliche Proteinzufuhr liegt so bei 1,2-1,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also 50% mehr als diese Empfehlung. Deswegen sehen wir eigentlich, also Proteinmangel erstmal extrem, extrem selten. Dann eher, wie gesagt, wenn es eben bei einer sehr einseitigen Ernährung oder aber vor allem dann in der Phase, in der Personen vielleicht auch dauerhaft versuchen, an Gewicht abzunehmen, Diät zu machen etc. Nur um das klarzustellen, wenn jemand sehr übergewichtig ist, sagen wir mal 150 Kilo oder so,
dann ist das mit den 0,8 Gramm auch nicht unbedingt ganz ernst zu nehmen. Ne? Das wären ja riesige, unter anderem Fleischklöpse, die da jeden Tag zugeführt werden müssten. Und das ist natürlich relativ. Könnten es auch vegetarische Fleischklötze sein. Aber also da in dem Fall, diese Empfehlungen werden auf ein gesundes Normalgewicht dann eben zurückgerechnet. Ja, klar. Macht es natürlich wieder schwieriger. Genau, das ist vollkommen richtig. Viele, die unseren Podcast mögen, hören auch Peter Attia, den Langlebigkeitsguru, würde ich jetzt schon fast sagen, den Mediziner in den USA, der mit Podcasts und Blogs etc. fast jeden Tag Furore macht. Der hat jetzt gerade nochmal frisch betont all die Studien, und da kommen wir jetzt gleich dazu, die sagen, man sollte doch auch mal eine Proteinrestriktion machen, also ganz wenig Proteine essen, weil das in ganz vielen Tierversuchen zu einer Verlängerung der gesunden Lebensspanne geführt habe. All denen sei widersprochen. Er ist dafür, mindestens 2 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag zu sich zu nehmen. Was sagen Sie, wenn Sie sowas hören? Kann nicht zu viel Protein auch schaden? Nein, also was, glaube ich, als erste Linie schadet, ist, wenn wir uns extrem dogmatisch darüber unterhalten und wir, ich sag mal, vielleicht auch ohne große Evidenz erklären, das ist jetzt die Meinung. Das gibt es im Ernährungsbereich leider viel zu häufig. Wir haben sehr viele Menschen, die sehr laut reden. Und es ist ein sehr kontroverses Thema. Jeder fühlt sich irgendwie natürlich, weil wir alle mindestens, zum Beispiel die meisten von uns, 3 Mal am Tag mindestens essen. Also es geht uns irgendwo was alles an. Es erfährt einfach wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich bin kein Freund davon, jetzt plakativ Dinge so zu benennen. Es gibt eine sehr, ich sag mal, durchaus eine gute wissenschaftliche Diskussion, oder es gibt auch so gewisse, ich sag mal, Entwicklungen, die sich, es gibt die Extreme und irgendwann normalisiert sich das alles so ein bisschen. Und das ist, wenn man das so ein bisschen in der Zeit, in der Entwicklung auch beobachtet, in irgendwo es entwickelt sich alles wieder irgendwann zum Mittelwert, wird zurück, aber es gibt diese extremen Aufschreie und es entwickelt sich so ein bisschen zyklisch, wellenförmig, und wir hatten mal eine Phase, wo Fett sehr negativ konnotiert war, habe ich das Gefühl, dass Kohlenhydrate sehr negativ konnotiert war, und wenn ich eben 3 Makronährstoffe habe, die Energie liefern und das eine negativ ist und das andere negativ ist, dann kommt der andere vielleicht mal wieder ein bisschen besser weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, mit Extremen in beide Richtungen ist es tatsächlich immer schwierig zu argumentieren. Ich bin aber zumindest in der Situation oder in dem Fall etwas bei ihm, dass ich es davor warne, aus Tierversuchen auf den Menschen zu schließen. Wir sind physiologisch, gerade was den Proteinstoffwechsel angeht, deutlich anders als Nagetiere zum Beispiel oder auch als eine Fruchtfliege. Ja, ich glaube, das leuchtet jedem ein. Und dass wir eben auch natürlich darauf schauen müssen und auch logisch darüber nachdenken. Aber es gibt natürlich auch durchaus Hinweise, dass eine Restriktion, und ob das jetzt Protein ist, oder ob das auch Nahrungsrestriktion generell ist, vielleicht sogar was, womit wir uns fast sogar noch mehr beschäftigen, dass es eben durchaus positive Effekte was die Lebensspanne angeht. Beim Menschen ist es halt immer etwas schwierig zu messen, weil im Tierversuch, also wie gesagt, bei einer Fruchtfliege kann ich relativ gut messen, wie sich die Lebensspanne verändert. Bei Menschen ist es schwierig, aus ethischen Gründen, aus vielen anderen Gründen, unter anderem, dass die Lebensspanne eben im Durchschnitt so lang ist und keine wissenschaftliche Studie über 90 oder 100 Jahre geht, oder die wenigsten. Dementsprechend ist es auch sehr viel Hypothetisches dabei. Ja, und deswegen, wie gesagt, halte ich es vor allem mit in gewisser Weise auch dem Mittelmaß, dem gesunden Menschenverstand und, wie gesagt, der Evidenz, die wir tatsächlich haben. Und wie gesagt, Evidenz ist etwas, was ich auch lang gut, dass es so ist, dass sich hier langsam entwickelt und nicht, weil eben jetzt eine Person sagt, ich sehe das etwas anders. Aber wie gesagt, also diese Diskussion beobachte ich, und wie gesagt, da findet zum Teil auch sehr viel mehr Diskussion in sozialen Medien und sonst statt. Und wenn man dann wirklich in die Wissenschaft schaut,
sind die Diskussionen dann, werden natürlich auf einer anderen Ebene und deutlich sachlicher geführt. Und da findet man dann im Normalfall, und solche, so ein Konsens findet sich dann natürlich auch in Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder auch vielen anderen medizinischen Fachgesellschaften oder Ernährungsfachgesellschaften wieder. Das sind Konsensentwicklungen und wie gesagt, deswegen halten sie dann auch deutlich länger dem Ganzen stand und wie gesagt, sind vielleicht dann nicht so, erregen nicht so viel Aufmerksamkeit, aber entsprechen vielleicht eher der Wahrheit. Um im Bild zu bleiben, jetzt mal Butter bei die Fische. Sie arbeiten ja und studieren den Menschen. Und wir würden jetzt schon gerne, wir, damit meine ich unsere Zuhörer und Zuhörer, würden jetzt doch gerne wissen, ist sehr viel Protein ungesund und ist Proteinrestriktion durchaus auch mal gesund? Es gibt dazu ja eine Menge Studien, nicht nur an Mäusen, sondern letztlich weiß man, was in unseren Zellen passiert. Wir haben ja diesen Schalter in jeder unserer Zellen ganz, ganz viel vertreten. Das ist der mTOR und da gibt es das mTOR 1 und mTOR 2 und das mTOR 1 ist ganz entscheidend verantwortlich dafür, ob in unseren Zellen, in unserem Stoffwechsel aufgebaut wird oder abgebaut wird. Wenn aufgebaut wird, dann wird auch Fett eingelagert, dann werden Muskeln aufgebaut etc. Und wenn abgebaut wird, dann werden die Zellen gereinigt, dann teilen die sich ein bisschen langsamer, dann ist die DNA-Reparatur aktiver. Deshalb ist man mit, wie Sie vorhin auch gesagt haben, nicht nur Proteinrestriktion, sondern Nahrungsrestriktion sehr positiv dran, weil man einfach Phasen hat, in denen sehr viele gesundheitsfördernde Prozesse stattfinden. So, dieser mTOR-Schalter ist nun auf bestimmte Aminosäuren und auf Proteine besonders empfindlich. Das heißt, wenn ich ganz viele davon zu mir nehme, dann baut er unter anderem auch Muskelprotein auf. Und wenn ich die eben nicht zu mir nehme, dann wird ordentlich geputzt und gestärkt. So, jetzt hätte ich gerne von Ihnen ganz klar gewusst, wie sollten wir das in die Praxis für uns umsetzen? Immer mal Phasen der Proteinrestriktion machen, weil der Schalter dann besonders leicht umgelegt wird ins Putzen. Und dann auch mal wieder ordentlich Proteine essen, um aufbauende Prozesse, aber möglichst nicht ins Fett zu triggern. So, jetzt hätte ich gerne klare Anleitung. Okay. Also klare Anleitung. Ich werde tatsächlich ein bisschen doch irgendwie da rauszoomen. Also danke für die Erklärung. Ich hätte eigentlich nicht besser sagen können, was mTOR tatsächlich so alles macht. Es ist tatsächlich aber ein bisschen komplizierter. Also es ist natürlich, es hört sich gut an, wenn dann DNA mehr repariert wird und wenn in Anführungszeichen so ein bisschen mehr gereinigt wird. Aber es ist natürlich ein sehr sensibler Schalter und ich sag mal, dass auch bestimmte Prozesse angeleiert werden, die dafür sorgen, dass körpereigene Strukturen abgebaut werden. Die sogenannte Autophagie zum Beispiel spielt damit auch rein. Das ist gut, wenn wir, ich sag mal, Gewebe, was überflüssig ist, abgebaut werden muss, dann ist das ja, also wir müssen das ein bisschen anklingen lassen, wenn wir zum Beispiel, ich sag mal, unsere Energiereserven, die wir im Fettgewebe zum Beispiel haben, auch nutzen, dann ist das gut, solange ich diese Reserven noch habe. Das heißt also, ich kann auch nicht endlos in Anführungszeichen putzen, weil dann ist irgendwann nichts mehr da, was ich noch aufräumen kann. Es gibt eine sogenannte Theorie oder Hypothese, die sogenannte Empty Cupboard Hypothese, die so ein bisschen besagt, naja, also wie gesagt, wenn wir in einem Defizit sind, in einem leichten Defizit, dazu gesagt, und ob das, wie gesagt, jetzt Protein ist, ob das insgesamt Energie ist, da gibt es extrem viele Synergismen. Und es läuft, wie gesagt, es läuft sehr viel über mTOR, aber nicht ausschließlich. Es gibt auch noch andere Wirkmechanismen. Dann, wie gesagt, hat das sicherlich positive Effekte. Aber wie gesagt, man kann, und ich habe eben gesagt, in einem leichten Defizit, es ist der Mittelweg, ja. Und dementsprechend, wenn ich das übertreibe, dann werden eben auch körpereigene Strukturen abgebaut, die ich benötige. Ja, also wenn ich zum Beispiel mich sehr proteinarm ernähre, dann kann es sein, dass der Körper, um seinen gesamten Proteinbedarf und Aminosäurebedarf zu decken, auch Muskelprotein zum Beispiel abbaut. Ja, und das ist bei einer jungen Person eher unproblematisch, weil diese Person das auch schnell wieder aufbauen kann, kann aber bei einer 70- oder 80-jährigen Person etwas anderes sein, weil sie sich
schwerer tut, quasi auf das Ausgangsniveau wiederzukommen. Das heißt, es ist auch in gewisser Weise davon abhängig, in welcher Lebensphase ich bin. Also zum Beispiel, konkret zu sein, während des Wachstums ist eine Proteinrestriktion auf jeden Fall eher negativ. Ja, das hat, also es wird Wachstum inhibiert, unter anderem über mTORC, aber nicht ausschließlich. Es ist auch einfach nicht genug Substrat da, um Muskelmasse und andere Strukturen, Knochen, Bindegewebe etc. aufzubauen. Wenn ich aber, ich sag mal, im Alter zwischen 30 und 60 Jahren oder sowas, die meisten, da wächst eigentlich natürlich keiner mehr. Dementsprechend ist natürlich der Bedarf ein anderer. Und um auf Ihre Fragen zurückzukommen, ich halte es vielleicht, ob jetzt zu sagen, bestimmte Phasen mit viel, mit bestimmten Phasen mit wenig oder ob ich kontinuierlich mich in dem Sinne einschränke, ist in Anführungszeichen wahrscheinlich egal. Aber wichtig ist, dass ich mich auf einem, in Anführungszeichen, gesunden Pegel einpendle, ohne dass ich eben, oder besonders kritisch ist das Überschießen. Ja, also wenn ich zu viel zu mir nehme, und das gilt ob Protein oder ob Energie, und wie gesagt, die Synergismen sind da relativ groß. Wenn ich dauerhaft in einem Überschuss bin, dann haben wir das Problem. Wenn ich eben, wie gesagt, und wir leben, wie gesagt, in einer Umwelt, die diesen Überschuss sehr befördert. Um es vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, also es gibt zum Beispiel, also wie gesagt, die Frage ging um die Proteinrestriktion, aber ich nehme Protein natürlich mit Mahlzeiten auf, und das kennen wir vielleicht vom intermittierenden Fasten. Wenn ich eben, wie gesagt, in weniger Zeit Nahrung zu mir nehme, nehme ich automatisch weniger Nahrung zu mir, weniger Kalorien zu mir, weniger Protein zu mir. Deswegen haben wir da, wie gesagt, auch sehr häufig synergistische Effekte. Aber die tatsächlich messbaren Effekte, um auf mTORC oder auf viele andere Mechanismen, die diskutiert werden, was Langlebigkeit angeht, aber eben auch Vorbeuge, und das ist ja vielleicht das zweite, Prävention von metabolischen Erkrankungen, Typ 2 Diabetes, koronare Herzerkrankungen etc., ist also die Restriktion ist in Anführungszeichen der stärkste Trigger, ob das jetzt erzielt wird über, wie gesagt, eine einseitige Ernährungsform, indem ich bestimmte Sachen weglasse, eine kontinuierliche Restriktion oder eben auch eine, sag mal, ja, wie gesagt, eine zeitliche Restriktion, dass ich sage, in bestimmten Phasen esse ich was, in anderen nicht. Die Unterschiede sind relativ gering. Ja, und deswegen halte ich es tatsächlich, das Protein ist ein Bestandteil meiner Ernährung, aber wie gesagt, ich nehme ja im Normalfall immer noch normale Nahrungsmittel zu mir, sodass also diese 15-20%, und das ist vielleicht wieder so ein bisschen das zurück, ist im Grunde genommen ich meine, der natürliche Anteil einer ausgewogenen Ernährung. In einer sehr einseitigen Ernährung kann ich das in das ein oder andere Extrem bekommen. Und dann kann es, wie gesagt, durchaus problematisch sein, wenn ich mich sehr einseitig zu viel, aber auch sehr einseitig zu wenig an Protein oder auch, wie gesagt, an anderen Makronährstoffen zu mir nehme. Ach, ich würde Sie so gerne festnageln. Das fällt so schwer bei Ihnen. Walter Longo ist Ihnen vielleicht ein Begriff, Langlebigkeitsernährungspapst an der UCLA ist er, glaube ich, oder UCF in Kalifornien. Und der hat ja über Jahre hinweg gepredigt, also unterschätzt die Proteine nicht. Die sind so ein starker Trigger für Überernährung, also auch fürs Dickwerden und auch für Krebs. Also nur einmal am Tag Proteine essen möglichst und dann eine nicht zu geringe Menge. Aber die Proteine werden immer unterschätzt. Man denkt, das Fett macht dick, die Kohlenhydrate machen dick, zumindest die kurzkettigen, also die Zucker, das Süße. Aber das Protein macht auch dick. Da ist doch was dran. Es sind so viele Studien auf dem Markt, die zeigen, dass adipöse Menschen häufig viel zu viel Proteine essen. Ich finde, das sollten wir jetzt noch einmal klar machen, ob das stimmt oder nicht. Also, sie essen zu viel Protein wahrscheinlich, weil sie auch zu viel an anderen Dingen zu sich nehmen. Also, sie haben ja schon bewusst oder vielleicht auch unbewusst genau angedeutet, dass wir eigentlich schon mal alles verteufelt haben und gesagt, jetzt bei 3 Makronährstoffen haben wir eigentlich jetzt mal alles durchgemacht. Ich weiß, warum Sie mich festnageln wollen, aber das ist vielleicht, tut es mir leid, dass ich Ihnen eben nicht vielleicht diese plakative Aussage geben kann. Sehr viel entscheidender ist die Menge, denn vielleicht das ist etwas, was wir berücksichtigen müssen. Der Mensch ist eigentlich in der Lage, also wir sind Omnivoren, wir können sehr viel Nahrung, wir sind nicht auf einige wenige Lebensmittel angewiesen, sondern wir können extrem variabel essen, wir können uns extrem fettreich ernähren, wir können uns extrem oder extrem tierisch ernähren, genauso wie wir uns sehr extrem pflanzenbasiert ernähren können. Und wie gesagt, wir haben in gewisser Weise die Möglichkeit, auch Dinge ineinander umzuwandeln.
Allerdings, und das ist vielleicht so ein bisschen auch der gesamte Hintergrund, Proteine sind noch mal komplexer als Kohlenhydrate und Fette, allein schon, weil wir eben eigentlich über 20 verschiedene Aminosäuren reden oder zumindest über unsere 8 essentiellen Aminosäuren, die der Körper irgendwo braucht. Ja, und der Körper auch darauf trainiert ist, in gewisser Weise diese zuzunehmen oder dass wir sie über die Nahrung zuführen. Wir können ein bisschen was ineinander umwandeln, aber gesagt, auf diese sind wir irgendwie angewiesen. Und deswegen, also gibt es durchaus auch Personen, die argumentieren, dass wir so eine Art Proteinhunger auch durchaus entwickeln. Ja, dass wir also, wenn wir sehr proteinarm ernähren, eigentlich sogar, dass Personen mehr an Kalorien auch zu sich nehmen, um ihren Proteinbedarf zu decken. Das heißt also, in dem Fall ist es gar nicht unbedingt das Protein, was an sich dick macht, sondern die Tatsache, dass wir unseren Bedarf an einzelnen Aminosäuren nicht decken und so lange quasi weiter essen, bis wir diesen Bedarf gedeckt haben. Wie gesagt, deswegen macht es es so wahnsinnig kompliziert, weil eben auch, und das haben wir noch gar nicht besprochen, nicht jedes Protein eigentlich gleich ist, sondern jedes Protein ist unterschiedlich, weil jedes Nahrungsprotein eine unterschiedliche Zusammensetzung dieser essentiellen Aminosäuren oder insgesamt an Aminosäuren hat. Das ist auch noch abhängig von der Art und Weise, wie gut wir dieses Nahrungsprotein auch tatsächlich aufschließen. Wie gesagt, es gibt dann am Ende diese 20 Freiheitsgrade im Grunde genommen, indem wir uns bewegen. Wir haben ja schon einige Aminosäuren genannt, die besonders in Anführungszeichen wichtig sind. Das Methionin zum Beispiel oder auch unsere zweikettigen Aminosäuren. Da ist vor allem auch das Leucin nochmal ein bisschen mehr zum Beispiel für Muskelwachstum oder auch Aktivierung von mTORC im Sinne besonders wichtig. Ja, aber wie gesagt, im Grunde müssten wir die Diskussion sogar dann auf diese einzelnen Aminosäuren zusammenbrechen. Aber, und das ist vielleicht wieder den Schritt zurück, wir haben natürlich das Problem, dass wir natürlich nie einzelne Aminosäuren zu uns nehmen, sondern das ist immer Bestandteil eines Lebensmittels oder von vielen einer Ernährungsweise sogar ist. Um darauf zurückzukommen, wie gesagt, es gibt vergleichbare Argumente auch mit ein oder zwei oder drei Mahlzeiten. Die andere Frage, die natürlich auch ist, was möchte ich denn eigentlich erzielen? Also wie gesagt, wir reden über mal Lebensspanne. Das ist natürlich, wie gesagt, ist das eine, aber wir können natürlich, es ist schwierig zu messen, aber es gibt durchaus auch widersprüchliche Daten, die zeigen, dass Personen, die regelmäßig auch über den Tag verteilt Protein zu sich nehmen und zwar halbwegs gleich verteilt in drei Mahlzeiten, gerade bei Älteren, dass wir eben mehr Muskelmasse tatsächlich beobachten, dass sie eine höhere Knochendichte haben und deswegen bestimmte Erkrankungen, ob Osteoporose oder auch Muskelschwund zum Beispiel, dadurch auch vorgebeugt werden können. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen natürlich die Frage, also als Wissenschaftler sagen wir, was ist unser klinischer Endpunkt? Ist es quasi die Lebensspanne, der Tag, an dem wir tot umfallen? Ist es ein, ich sag mal, messbarer Parameter? Oder wie gesagt, sind es vielleicht auch wie gesagt, oder messbarer Parameter der Lebensspanne? Oder ist es vielleicht auch ein anderes, ich sag mal, Outcome, was dann auch natürlich ein Risiko für, ja, Zweifelsfall zum Beispiel Sturz, Knochenbruch etc., was natürlich dann auch wieder mit der Lebensspanne zusammenhängen kann. Wie gesagt, deswegen, es gibt tatsächlich in der Literatur extrem widersprüchlich ist, ja, oder was erstmal widersprüchlich erscheint, sagt, die beste Evidenz ist tatsächlich, also wir wissen, was dick macht. Es ist ein Überschuss an Energie und das kann begünstigt werden durch, oder das kann einerseits begünstigt werden oder kann vor allem aber auch als quasi als Begleitprodukt eine hohe Proteinzufuhr haben. Und das ist, wie gesagt, das, was eigentlich dick macht. Und nicht wie gesagt, die Proteinzufuhr per se. Jetzt haben Sie mir zwei Vorlagen gegeben. Das eine ist, wir schauen uns an Proteine und Muskelaufbau und Bewegung. Ja, das ist, und das andere ist die Qualität der Proteine. Vielleicht gehen wir kurz zu der Qualität der Proteine, zu den Aminosäuren. Auch da gibt es ja quasi schon fast einen Glaubenskrieg. Weil die verzweigkettigen Aminosäuren, die BCAA, Isovalin, Valin und Leucin, die wurden ja zum Beispiel in den Fitnesscentern geradezu löffelweise gegessen.
um die Muskeln noch besser aufzubauen, sind jetzt eher in Verruf gekommen, nachdem es etliche Studien gab, die zeigten, dass sie das Gegenteil bewirken könnten, nicht Muskelabbau, aber durchaus Krebsgefahr mit sich bringen könnten. Dasselbe gilt für Methionin, und zwar sehr deutlich. Methionin ist in pflanzlichen Proteinen weniger enthalten als in tierischen Proteinen. Deshalb habe ich jetzt eine große Beutelfrage, also eine Frage, wo ganz viele Einzelthemen drin sind, nämlich welche Aminosäuren sind Ihrer Meinung nach und Ihren Forschungsergebnissen nach ungünstig? Und zweitens, sind Proteine in Form von pflanzlichen Proteinen, sagen wir mal, den Aminosäurenzusammensetzungen, besser als tierische? Also fangen wir mal bei dem zweiten Punkt an. Das ist, wieder die Frage, was möchte ich denn eigentlich erzielen? Was ist mein Ziel? Wenn wir die Proteine, gesunde Langlebigkeit, ja, ich kann Ihnen das ganz klar sagen. Ja. Gesund alt werden. Aber es gibt halt unterschiedliche Parameter, an denen ich bestimmte Sachen festmache. Wenn wir jetzt erstmal über Proteinqualität reden, ja, es ist der Gehalt an essentiellen Aminosäuren, an bestimmten essentiellen Aminosäuren. Also wie gesagt, ich wäre auch ein bisschen vorsichtig. Ich würde nicht sagen, dass Methionin an sich negativ ist. Wir wissen aber andersherum, also Methionin wird häufig als Marker verwendet, weil bei der Entartung von Gewebe, bei der Entwicklung von Tumoren, der Methioninbedarf dieses Tumorgewebes ansteigt. Ja, das heißt, also das eine ist die Folge der Entwicklung des Krebs. Und natürlich, wenn der Gedanke so, naja, wenn ich dann das entziehe, dann reduziere ich ja das Krebswachstum. Das heißt aber nicht, dass Methionin Krebs verursacht. Also das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge, und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht eine Aminosäure an sich eine Eigenschaft zuschieben, die sie nicht hat. Ja, ja, da sind aber schon einige Studien auf dem Markt, die genau das doch leider nahelegen, dass Methionin auch krebstriggernd sein könnte. Also es ist eine Frage, in welcher Matrix und wie gut kann man das tatsächlich, also ich möchte mich da jetzt nicht auf einzelne Studien und die Qualität herunterbrechen, aber wie gesagt, das eine ist der Zusammenhang zwischen etwas und das andere ist tatsächlich die Kausalität. Und wie gesagt, wir essen nicht Methionin, sondern wir essen ein Lebensmittel, was Methionin und viele andere Aminosäuren enthält. Also ich hoffe, ja, es gibt vielleicht Leute, die Methionin spezifisch supplementieren. Das sind genau Dinge, dann kann man vielleicht das nochmal besser in isolierter betrachten, weil ich glaube, das ist nicht unbedingt die Frage. Wie gesagt, der andere Punkt ist, was möchte ich erzählen? Wenn wir über Muskelaufbau reden zum Beispiel, wissen wir, dass vor allem die verzweigkettigen Aminosäuren, vor allem das Leucin, tatsächlich einen sehr starken Trigger hat. Es funktioniert aber trotzdem auch nicht ohne Dinge wie Krafttraining zum Beispiel. Also ich kann nicht einfach mich leucinreich ernähren oder Lebensmittel zu mir nehmen, die besonders leucinreich sind und darauf hoffen, dass jetzt mein Muskelwachstum immens angeregt wird. Das funktioniert leider auch nicht, sondern Sie können aber einen Trainingsreiz in Form von Krafttraining oder anderem körperlichen Training dann vielleicht maximaler stimulieren. Ja, das heißt aber nicht, in den meisten Fällen werden Sie, auch wenn Sie sich nicht Leucin, jetzt besonders auf Leucin achten, immer noch einen Kraftzuwachs und einen Muskelzuwachs erzielen. Ja. Das heißt jetzt wieder nicht, dass wir uns die verzweigkettigen Aminosäuren direkt nach dem Training reinschütten müssen, denn der Körper hat, also erstens nehmen wir über unsere Nahrung auf sich und zweitens haben wir natürlich auch einen gewissen Pool an Aminosäuren jederzeit verfügbar, auf den der Körper dann auch zurückgreifen kann. Und wie gesagt, ich habe ja eben schon bei Methionin gesagt, und bei den verzweigkettigen Aminosäuren gilt das genauso. Eine isolierte Gabe macht wenig Sinn. Herr Professor Köhler, aber eine Methionin-Restriktion, und das ist ganz, ganz schwierig durchzuführen, aber dazu gibt es etliche Studien, die gezeigt haben, dass nicht der Mensch, aber an vielen Tierarten eine Methionin-Restriktion, also eine methioninfreie Ernährung, zu einer deutlich messbaren Langlebigkeit geführt hat. Ist einfach da. Ne? Diese Studienergebnisse sind auf dem Tisch. Aber das bedeutet jetzt, also das ist ja das eine, ich erziehe etwas. Und das andere
heißt, ich sage, Methionin ist schlecht. Man kann es in die eine und die andere Richtung nicht vergleichen. Also eine Methioninrestriktion wirkt ähnlich wie eine Kalorienrestriktion. Es ist einfach nicht ausreichend Substrat da. Es ist eine essentielle Aminosäure. Der Körper benötigt eine gewisse Menge an essentiellen Aminosäuren. Ist diese Menge nicht erfüllt, werden bestimmte Stoffwechselprozesse heruntergefahren. Und das hat dann zur Folge, dass Autophagie etc. angeworfen wird. Das heißt also, sie bringen den Körper in einen Mangel und dieser Mangel erzeugt dann meine gewissen Effekte. Das heißt aber nicht, dass jetzt das Methionin damit verteufelt werden muss. Es ist ein Weg, wie ich den Körper in den Mangel bringe. Sie können ähnliche Effekte erzielen, indem sie eine Kalorienrestriktion durchführen. Sie können ähnliche Effekte erzielen, indem sie eine ketogene Ernährung durchführen. Sie können ähnliche Effekte erzielen, indem sie intermittierend fasten. Alles führt dazu, dass der Körper in gewisser Weise in ein Defizit gebracht wird und dann eben diese Prozesse aktivieren muss. Ja? Was sagen Sie denn jetzt den Fitnessstudio-Besitzern, die BCAAs, verzweigkettige Aminosäuren oder unglaublich gehaltvolle Proteinshakes verkaufen? Ist das empfehlenswert? Nein, es ist nicht empfehlenswert. Wir sind jetzt ein bisschen, also ich möchte mich jetzt auch nicht ständig zwischen BCAAs und Methionin hin und her bewegen. Ja, also wir haben was, also... Ich dachte, das Thema Methionin sei jetzt abgeschlossen. Nein, dann können wir gerne noch weiter vertiefen. Nein, ich sage nur, also Sie fragen mal nach dem Fitnessstudio. Also ich kann ein Fitnessstudio verkaufen, was ich möchte, das ist nicht mein Bier, aber physiologisch gibt es einfach, macht es wenig Sinn, dass ich nach dem Sport zum Beispiel, wir reden ja über den Sport, wenn wir über das Fitnessstudio reden, macht es eigentlich keinen Sinn oder es gibt keinen Grund, warum ich jetzt einen bestimmten Proteinshake oder vielleicht sogar isolierte Aminosäuren zu mir nehme. Ja? Es ist sehr wohl so, dass eine proteinreiche Mahlzeit die Muskelproteinsynthese ein Stück weit noch maximaler steigern kann, als das Training das alleine schon tut. Aber wie gesagt, das Training tut es alleine eben auch schon. Ja? Aber wie gesagt, also es gibt eigentlich keine Studie, die zeigt, dass irgendein Proteinshake oder isolierte Aminosäuren irgendwie dem Ganzen überlegen sind. Das ist die Antwort, die ich auf den Fitnessstudio-Besitzer habe, der solche Sachen verkauft. Ja, wenn ich kurz das sagen darf, aber wer sich mit dem Thema Fitnessstudio und auch die Body-Bewussten, wenn man sich das mal vor Augen hält, die sind natürlich jetzt völlig frustriert, wenn sie hören, denn das ist ja, sie glauben ja alle daran, dass also die Proteinshakes, ohne die könnten sie gar nicht vernünftig Muskel aufbauen. Dem würden Sie widersprechen und sagen, nö, wenn du dir genügend, also im Norm, wenn du stark trainierst, musst du wahrscheinlich ein bisschen mehr als die 0,8 Gramm pro Kilogramm pro Tag zu dir nehmen. Aber wenn du ordentlich Proteine mit deiner Nahrung aufnimmst, hilfst du dir nicht weiter, wenn du einen Proteinshake isst, trinkst, was auch immer. Ja, da gibt es auch relativ wenig Kontroverse darüber. Ich meine, das ist einfach, das eine ist, wie gesagt, also ich wollte noch einen Satz anbringen, den konnte ich leider nicht mehr anbringen. Das einzige Argument für einen Proteinshake oder sonst was sehe ich, wenn dieser Shake quasi eine ausgelassene Mahlzeit oder sonstiges ersetzt. Also dieser Convenience-Aspekt, der so in gewisser Weise ein bisschen mitschwingt. Ich schaffe es natürlich deutlich einfach. Ich kann diesen Shake in Anführungszeichen mir in die Sporttasche packen und dann muss ich mich darum in Anführungszeichen nicht sorgen. Der Effekt aber auch davon wird ein Stück weit überschätzt. Es gab vor kurzem eine sehr schöne Studie aus Maastricht, die gezeigt hat, dass ich selbst eine sehr grobe oder dass der Effekt einer großen Menge an Protein, 100 Gramm auf einmal, bis zu 18 Stunden oder 24 Stunden anhält. Ja, das heißt, es muss nicht der Shake sein, es könnte auch eine größere Mahlzeit innerhalb von 2 oder 4 oder 6 Stunden sein. Ja? Aber wie gesagt, das ist in dem Sinne, also dieses Convenience-Argument lasse ich so ein bisschen gelten, aber alles andere, wie gesagt, ist einfach nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Aber es gibt auch in dem Sinne wenig Evidenz, die zeigt, dass diese Shakes per se jetzt erstmal irgendwas kaputt machen, was jetzt meine spezifische Trainingsantwort zum Beispiel bewirkt. Aber wie gesagt, sie haben natürlich auch, wir reden ja eigentlich hier über das Thema Langlebigkeit, sie tragen natürlich dazu bei, ich nehme es in sehr isolierter Form zu mir. Ich
Die Chance oder die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht meine einzige Proteinquelle ist, sondern dass ich dann zusätzlich auch die Nahrung zu mir nehme, dass ich eben wahrscheinlich vielleicht auch über große Mengen an Protein und vielleicht auch Kalorien dann zu mir nehme, kann dadurch auch ein Stück weit begünstigt werden. Aber wie gesagt, andersherum kann es auch sein, wenn ich zum Beispiel in einer Phase bin, in der ich vielleicht auch abnehme oder sowas, kann so ein Proteinshake oder eine proteinreiche Mahlzeit auch durchaus positive Effekte haben. Also wie gesagt, es ist tatsächlich, tut mir leid, es ist nicht so schwarz und weiß. Es hängt extrem von den Umständen ab, was ich erzielen möchte. Und wie gesagt, jemand, der eben maximal Muskelmasse aufbauen möchte, ist physiologisch anders gestellt als jemand, der diese Muskelmasse nicht braucht, aber vielleicht lange leben möchte. Ich gehe davon aus, dass die Person mit der vielen Muskelmasse auch lange leben möchte, aber das Akutziel ist vielleicht erstmal natürlich ein anderes. Und für den ist ein bisschen mehr Protein natürlich wahrscheinlich auch vernünftig. Jetzt bin ich auf Ihre Antwort gespannt. Der Walter Longo, den ich eben schon erwähnt habe, Langlebigkeitsernährungspapst in den USA, hat jetzt, der eben gesagt hat, oh, macht öfter mal eine Proteinrestriktion oder intermittierendes Fasten, sagen Sie, ist genauso hilfreich. Aber jetzt hat er einen Shake, einen Proteinshake auf den Markt gebracht, den er natürlich auch selber verkauft mit seiner Firma. Das ist ein pflanzlicher Proteinshake. Und er sagt, diese Proteine, also Aminosäuren, hätten nicht die negativen Folgen wie die tierischen Aminosäuren. Also man muss ja mal davon ausgehen, dass die Zusammensetzung dann eben eine andere ist. Weil zum Beispiel die Wachstumsfaktoren Insulin und IGF-1 nicht getriggert würden. Und das sind die, die eben auch dick machen und die auch eventuell sehr ungesund sein könnten. So, die anderen Faktoren zum Muskelaufbau würden nicht gestört. Das heißt also, man könnte mit diesem Shake Muskelwachstum und gleichzeitig fördern und Verfettung verhindern. Was sagen Sie denn dazu? Also ich bin grundlegend erstmal immer skeptisch, wenn, ich sag mal, Ernährungsempfehlungen oder Ernährungsmythen vielleicht dann auch in Produkte umgesetzt werden. Das ist eine Form der Kommerzialisierung. Ich weiß nicht, ob wir noch speziellere Ernährungsprodukte haben, denn ich glaube, weil wenn uns auch so die letzten 5 bis 10 Jahre der Ernährungsforschung das relativ gut vor Augen halten, ist eigentlich, dass wir wissen, dass verarbeitete Lebensmittel, stark verarbeitete Lebensmittel vor allem sehr wahrscheinlich einen Teil dazu beitragen, warum wir das, was wir als Übergewichts- oder Adipositas-Pandemie bezeichnen, tatsächlich sehen. Das habe ich ja in meiner Antwort am Anfang so ein bisschen eigentlich angedeutet. Also manchmal würde es wahrscheinlich besser tun, wenn wir 2 Schritte zurück machen, anstatt versuchen, das eben noch weiter zu kommerzialisieren etc. Physiologisch ist es einfach schwierig für den Körper, oder es ist unmöglich für den Körper zu entscheiden, ob diese Aminosäure jetzt aus einem pflanzlichen oder aus einem tierischen Lebensmittel kommt. Das ist das Leucin oder das Isoleucin oder auch das Methionin. Die unterscheiden sich biochemisch nicht, ob sie aus einem tierischen oder pflanzlichen Lebensmittel kommen. Was sich unterscheidet, ist zum einen die Zusammensetzung und vielleicht auch die Menge der einzelnen Aminosäuren und eventuell eben auch noch zusätzlich andere Nahrungsinhaltsstoffe, zum Beispiel, also bei pflanzlichen Lebensmitteln, natürlich reden wir viel über Ballaststoffe, die im Zweifelsfall dazu führen, dass zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der die Aminosäuren in unserem Körper ankommen, beziehungsweise in unserem Blutkreis auftreten, dass das sich zum Beispiel verzögert. Und das, wie gesagt, das wissen wir, aber das hat auch jetzt, das ist jetzt nichts Spezifisches für Proteine. Das gilt genauso für unsere Kohlenhydrate, dass der Blutzucker schneller ansteigt. Wenn ich eine Limonade zum Beispiel zu mir nehme, wo die Glucose quasi direkt in den Blutkreislauf kommen kann, oder ob ich ein Vollkornbrot zu mir nehme, wo diese Glucose erst in Anführungszeichen langsam rausgelöst werden muss. Ich kenne das Produkt tatsächlich nicht. Das könnte ich mir unterscheiden, dass es da vielleicht Unterschiede gibt. Also wie gesagt, dass die einzelnen Aminosäuren langsamer in den Blutkreislauf einströmen. Gibt es aber übrigens bei tierischen Proteinen auch, also immer im Bereich, es gibt immer so diese, auch im Fitnessbereich vor allem diese 2 Lager, einmal das Molkeprotein und einmal das Casein, also die 2 Milchproteine, und das eine wird deutlich schneller verdauert als das andere. Dann gibt es verschiedene Personen, die sagen, das eine muss ich dann vor dem Schlafen zu mir nehmen, das andere muss ich direkt nach dem Krafttraining machen. Wenn man es dann aber mit Milchprotein oder der tatsächlich Milch vergleicht, dann gibt es eigentlich auch wieder keine Unterschiede. Also es ist sehr viel Glaube dabei. Aber wie gesagt, es ist physiologisch, habe ich schon gesagt, an sich schon mal schwer zu unterscheiden oder für den Körper unmöglich zu unterscheiden, kommt jetzt diese Aminosäure aus dem pflanzlichen oder dem tierischen Produkt. Wenn sie im Körper drin ist, wird sie gleich behandelt. Und das gilt natürlich, wir haben ja eben schon über mTOR gesprochen,
über diese ganzen zellulären Prozesse noch mal viel mehr. Und deswegen, wie gesagt, fällt es mir schwer zu verstehen, warum ein pflanzliches Protein oder bestimmte, ich sag mal, positive Effekte weiterhin erzielen kann oder diese negativen Effekte auf einmal aufkommen. Denn, das haben Sie ja schon gesagt, also dieses mTOR reguliert natürlich auf der einen Seite Prozesse wie Wachstum. Ja, und wie gesagt, Muskelwachstum ist etwas Positives, für die meisten von uns wahrscheinlich. Aber das Wachstum zum Beispiel von Tumorgewebe ist etwas Negatives. Aber beides sind Prozesse, die Aminosäuren benötigen, wie auch Bimethionin und anderes. Im einen Fall wird es in ein positives Gewebe oder positiv behaftetes Gewebe verwandelt, in anderen wird es etwas Negatives. Das gilt für Insulin. Insulin hat erstmal wahnsinnig positive Effekte. Fragen Sie mal einen Typ-1-Diabetiker, der weiß ganz genau, was Insulin alles tut. Und trotzdem verteufeln wir Insulin, weil Insulin ist an sich kein Dickmacher, aber Insulin sorgt da natürlich dafür, dass das Fettgewebe, wenn es denn in irgendeiner Weise diese Glucose aufnimmt und dann dementsprechend auch aufbaut. Und wie gesagt, das ist eben die Frage, wo geht das Ganze hin? Und wie gesagt, also auf zellulärer Ebene können wir zumindest aktuell und vor allem schon nicht über Nährstoffe, die wir oral zu uns nehmen, beeinflussen, dass das eine, wie gesagt, gefördert wird, ohne dass das andere in irgendeiner Weise gefördert wird. Deswegen fällt mir das schwer zu glauben. Aber wenn es dazu dann auch die begleitende Wissenschaft tatsächlich gibt und das auch eben publiziert ist, dann würde es mich freuen, wenn es möglich wäre. Drei Fragen, ganz wichtige Fragen habe ich noch. Das eine ist für mich wichtig, da ich Vegetarierin bin und weiß, dass ich oft nicht auf meinen Proteinpegel komme, den ich eigentlich bräuchte, nehme ich öfter mal einen Proteinshake. Wenn Sie einen zusammenstellen könnten, was würden Sie ihn da reintun? Also ich würde vorher anfangen, also der Trugschluss, dass ich als Vegetarier oder auch als Veganer nicht auf meine Proteinmenge komme, ich glaube, das ist nicht Gesetz. Ja? Und in gewisser Weise schon mal angefangen, also ich glaube auch, je nachdem wie lange Sie sich schon so ernähren, haben Sie vielleicht auch beobachtet, dass es inzwischen deutlich einfacher ist, weil es deutlich mehr Convenience-Produkte und verarbeitete Lebensmittel etc. Gibt. Und dementsprechend würde ich sogar fast behaupten, dass es noch nie so einfach war, auch meinen Proteinbedarf pflanzlich zu decken. Bei pflanzlichen und auch bei tierischen Proteinen, aber vor allem bei pflanzlichen Proteinen, wie gesagt, die Qualität variiert. In dem Sinne würde ich schon mal darauf schauen, dass ich nicht ein einzelnes Protein enthalten habe, sondern mehrere Proteinquellen habe, was einfach schon mal die Chance erhöht, dass ich nicht nur dass ich den Bedarf an allen Aminosäuren auch decke und eben nicht in dem Sinne einseitig bin. Ja, und gesagt, also erstmal alle essentiellen und dann noch ein paar mehr. Genau, aber wie gesagt, wir benötigen die essentiell. Und wie gesagt, also je mehr Proteinquellen ich zur Verfügung habe, also je diverser die Proteinquellen sind, desto größer ist auch die Chance, dass eben das Verhältnis dieser essentiellen Aminosäuren auch in dem Sinne optimal ist. Und wie gesagt, sie essen ja auch nicht ein Protein in einem Lebensmittel, oder wenn sie eine Mahlzeit zu sich nehmen, ist mir selten nur ein einziges Lebensmittel zu uns, sondern wir kombinieren ja. Und wie gesagt, das hat genau denselben Effekt, dass wir bestimmte Dinge miteinander kombinieren, dass wir Reis und Bohnen miteinander zum Beispiel kombinieren, hat den Effekt, dass wir die defizitäre Aminosäure in einem der Produkte mit quasi einer hohen Zufuhr aus dem anderen Produkt wieder ausgleichen. Wie gesagt, deswegen denke ich, sind multiple Quellen, Proteinquellen bei so einem Shake, wenn es denn sein muss, besser als singuläre Quellen. Okay, zweite Frage, Bewegung und Muskelaufbau und Proteine. Einfache Formel, je mehr Bewegung, desto mehr Proteine. Wenn ich Couch-Potato bin, soll ich insgesamt weniger essen, auch weniger Proteine. Ja, also das eine, Sie haben es im Grunde genommen schon gesagt, also das weniger Essen hat automatisch zur Folge, dass Sie auch weniger Proteine zu sich nehmen. Beim Sport ist es ein bisschen so, wir denken immer, dass diejenigen, die viel Protein brauchen, sind die Kraftsportler, weil die bewegen ja viel Eisen und brauchen besonders viel. Wenn man das wirklich misst, wie viel wir brauchen, dann sind eigentlich sogar die Leute, die Ausdauersport machen, diejenigen, weil sie mehr auch, also es ist zwar nicht die primäre Energiequelle, aber es wird auch Protein als Energiequelle genutzt. Es gibt da wunderbare Studien aus den 80er Jahren, die zeigen, dass so Langstreckenläufer eigentlich einen höheren Proteinbedarf haben als die Kraftsportler. Wenn wir uns aber die Ernährung tatsächlich anschauen, das ist genau umgekehrt. Die Kraftsportler essen wahnsinnig viel.
Und die Ausdauersportler essen eher weniger, weil die eben eher gehört haben, naja, ich muss mich kohlenhydratreich und sonst wie ernähren. Wie gesagt, wenn man das wirklich sauber misst, wie viel wir mindestens benötigen, das ist ja das, was ich vorhin sagte, wie viel wir mindestens brauchen, um unsere Verluste wieder auszugleichen, dann sind es eigentlich sogar die Ausdauersportler. Aber wie gesagt, mit dem Protein können sie oder der gezielten Gabe oder Aufnahme von Protein können sie tatsächlich den Reiz, den sie durch ein Krafttraining erzielen, nochmal etwas verstärken und damit quasi ein bisschen mehr quasi den Muskelaufbau befördern. Das ist sicher richtig, aber wie gesagt, dadurch, wenn sie sich mehr bewegen, da kommen wir vielleicht dann wieder auch da zu dem zurück, dann essen sie auch im Notfall mehr. Also man kann zusammenfassen, Herr Professor Köhler, wenn man richtig Muskeln haben will hier, ne? Der sollte ruhig ein bisschen mehr Proteine zu sich nehmen. Es muss nicht der Proteinshake sein. Das kann man auch essen, ohne sich zu überessen. Der Ausdauersportler, der Marathonläufer braucht mehr und der Couchpotato braucht überhaupt ganz wenig. Kann man so zusammenfassen. Oder? Das kann man so, genau, kann man wunderbar so zusammenfassen. Aber bitte auch berücksichtigen, dass der Marathonläufer auch schon mehr isst. Ja, weil er einfach auch mehr Energie umsetzt und der Couch-Potato andersherum eigentlich auch weniger essen sollte, weil er weniger Energie umsetzt. Und wie gesagt, damit ist das mit der Proteinmenge eigentlich dann auch wieder eigentlich ganz gut abgedeckt. Kommen wir zu den älteren Menschen. Da ist ja die klare Ansage, mehr Proteine, nicht nur 0,8 Gramm pro Kilogramm, sondern mindestens 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm. Woran liegt es? Ist die Aufnahme der Aminosäuren einfach im Dünndarm geringer bei älteren Menschen? Brauchen die für den Muskelaufbau mehr oder sagen wir mal Muskelerhalt? Aufbau ist ja im Alter sowieso schwierig. Also wie ist da der Zusammenhang zwischen Proteinbedarf, Gesundheit und Muskel? Also das ist in gewisser Weise auch hier eine Kombination von mehreren. Das Erste, das haben wir schon angedeutet, ist, dass quasi das, was ich an Protein zu mir nehme, die Menge, die dann überhaupt in meinem Blut ankommt und damit dem Muskel oder auch anderem Gewebe zur Verfügung steht, ist deutlich geringer. Es liegt zum einen daran, dass weniger aufgenommen wird. Ja? Also ich sage mal, wenn ich 100 Gramm, machen Sie jetzt einfach, 100 Gramm ist sehr viel Protein, aber wenn ich 100 Gramm zu mir nehme, dann gehen vielleicht 50% überhaupt oder ja, vielleicht 70% überhaupt in den Körper. Der Rest wird dann quasi ja mehr oder weniger in der Kloschüssel oder wird in unserem Dickdarm von Bakterien etc. verstoffwechselt. Und das eine, ja, wie viel kommt überhaupt in den Körper rein? Und dann ist auch noch das, was im Darm und vor allem in der Leber passiert, wird auch nochmal. Und da wissen wir einfach, dass das bei Älteren dass hier mehr verloren geht auf dem Weg. Das heißt, also dieselbe Menge an Protein wirkt für einen jungen 20-jährigen Bodybuilder. Davon kommt viel mehr an den Muskeln an als bei dem 60- oder 70-Jährigen. Wie Sie schon sagen, es geht nicht automatisch nur natürlich um den maximalen Reiz des Muskelaufbaus, sondern eben auch um dieses Gleichgewicht. Muskeln wird immer auch abgebaut, um dieses Gleichgewicht zumindest aufrecht zu erhalten und damit den Verlust von Muskelmasse, der natürlich auch durch weniger, nicht nur durch Alter, sondern vor allem auch durch weniger Bewegung, weniger Belastung einhergeht, das ein Stück weit zu bremsen. Aber auch da ist es wieder so, ich habe ja schon gesagt, also das neben dem Protein können Sie eigentlich viel mehr erreichen, wenn Sie sich auch bewegen. Denn der Körper baut, der ist nicht doof, der baut auch nur Gewebe ab, welches nicht belastet wird. Und wir kennen das alle, wenn wir ein Gipsbein haben, dann geht der Muskel relativ schnell, der atrophiert, der wird kleiner, weil er nicht belastet wird. Und nicht, weil ich nicht genug Protein zu mir nehme. Und das ist eigentlich auch hier wieder der viel stärkere Reiz. Aber auch hier kann ich über das Protein, ja, der Proteinzufuhr eine Kleinigkeit vielleicht oder ein paar Prozent rausholen. Und diese paar Prozent können dann im Einzelfall natürlich auch mit einer verbesserten Lebensqualität zumindest einhergehen. Wenn eben gesagt, Muskelmasse verloren geht, dann kommt es auch zu Funktionseinschränkungen im Alter. Ja, und das muss ich auch an meine eigene Adresse sagen. Je älter, desto mehr Krafttraining ist angesagt. Ausdauertraining ist auch hübsch. Sollte man möglichst täglich machen, aber das Krafttraining wird, wenn wir älter werden, immer, immer wichtiger und dann kann ein bisschen Protein und das eben noch mehr als eigentlich in jüngeren Jahren wirklich sehr helfen.
Ja, da bedanke ich mich, Herr Professor Köhler. Das war jetzt ein kleiner Parfumsritt durch die Welt der Proteine. Und ich fasse das jetzt mal so zusammen. Mach mal weniger Hysterie oder weniger Hype um das Protein. Lass mal alle Fünfe gerade sein. Sei dir einfach bewusst, du brauchst Proteine, du brauchst gute Qualität. Und übertreib's nicht, weder in die eine noch in die andere Richtung. Das hat meine Oma auch schon gesagt. Das, also manchmal sind ja Großeltern oder wer auch immer, also es ist ja, die wissen, wussten schon, auch wenn sie es nicht vielleicht wussten, die kannten mTOR nicht, aber sie wussten schon über eine ganze Menge an Sachen Bescheid. Und wie gesagt, ich gebe danke, es ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Ich habe das Gefühl gehabt, sie hätten manchmal gerne mehr Konkretes von mir gehabt, aber wie gesagt, es ist, ich glaube tatsächlich, dass wir dem mehr gerecht werden, wenn wir das große Ganze sehen und eben nicht diese einzelne Aminosäure nur uns anschauen. Dann haben wir wahrscheinlich mehr davon. Wer genau zugehört hat, konnte ganz viel mitnehmen. Danke, Professor Köhler. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Weitere Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du etwas in dieser Folge gelernt hast und diesen Podcast unterstützen möchtest, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Damit hilfst du mir und anderen Zuhörern, dass dieser Podcast und seine Inhalte leichter gefunden werden. Besuch mich auch auf meinen anderen Kanälen bei Instagram, TikTok, Facebook oder YouTube. Ich freue mich immer über Feedback und weitere Fragen von dir. Alles wird gut, aber nicht von alleine.